Deswegen fahren wir heute in den Mediamarkt. Video. Media. Macht. Markt. Kann man ja machen, wenn man so frei hat. Mehr oder weniger, weil du nicht hast. Aber ihr. Aber wir. Du kommst auch noch mit. Du hast doch frei noch. Ja. Ja. Schön. Jetzt fahren wir erstmal zum Mediamarkt. Mit Kaffee. Prost. Kaffeespülung am Morgen bekämpft Kummer und Sorgen. Was hast du da schon wieder am Hals? Lutscher. Marlies, Süßigkeiten müssen weg. Das ist von den Dingsbums. Ja, ja, aber Bumsdings ist Halloween. Egal. Ja, ja, aber Süßigkeiten müssen weg. Ja, aber dann, wo soll ich hinpacken? Ich habe keinen Schrank und ich brauche einen Geschirrspüler. Die müssen weg. Und ich muss die ganze Fassade streichen. Das sieht ja schlimm aus, alles. Das sieht wirklich schlimm aus, ja. Das war ja meine Frage, ob die von der ERC sind. Oh, schön, wir gehen nach unten. Letztendlich gehört doch alles bestimmt nur einer Person. The world is not enough. Was denn? Ja, eben, was denn? Was denn? Was hast du? Naja, wir haben doch so einen DVD-Player geholt. Das heißt, wir können bei Lume wieder am Bett Filme anmachen. Ach so, ja. Das ja. Ja, das einzige Positive, wie gesagt, was man jetzt diesen Besuch in so einem Mediamarkt abgewinnen kann, ist, dass hier unten noch ein kalter Kaffeerest ist. Ich liebe es, wenn du so positiv denkst. Ich habe diesen Punkt. Ich nicht mehr, ich habe ihn mit Kaffee gestillt. Ach, Kinder, ey. Mir kommt das schon so vor, als wäre es abends. Ich bin schon so lange wach. Also mir kommt jetzt so vor, als hätte ich die Zeit jetzt gerade total vergeudet hier, aber ich glaube, das ist auch so. Wir haben nicht bezahlt übrigens. Ich glaube, wir müssen so Parktickets bezahlen. Ach scheiße. So, wer macht das schnell? Ich komme hier nicht raus. Hey Goni, bleiben wir hier. Können wir da nicht ranfliegen? Soll ich das machen? Nein, auf gar keinen das Fall. Das sieht so gefährlich aus. Mann! Wer macht das dann? Weiß ich nicht, gibt's hier kein Boy oder so? Boy! Bezahlboy! Bezahlboy! Ich krieg die Krise. Marlies, Kleingeld. Also ich hätte tatsächlich nochmal zurückgemusst, hätte ich nicht noch einen Euro bei gehabt. Siehste? 2,50. Leute, es war sehr enttäuschend beim Mediamarkt. Also ich wurde dreimal enttäuscht. Erstens, so einen Rahmen hatten sie nicht mehr. Und das weder beim Mediamarkt noch bei Saturn. So einen Rahmen für meine Kamera. Zweitens, hatten sie denn, da haben wir geguckt, nach CDs. Ja, also nach so DVDs. Nach einem bestimmten Film. Den hatten sie im Verzeichnis. Stück so hergesucht, waren sie alle drei nicht da. Weder bei Saturn noch bei Mediamarkt. Ich habe schon mal gehört, dass alle dieselbe Klitsche. Und da musste ich auch noch den billigsten DVD-Player der Erde kaufen. Also keine DVD-Player mehr haben heutzutage. Oh, ist das schlimm. Jetzt ist der Tag wieder fast um. Im Grunde genommen. Enttäuscht. Warum gibt es ja keine DVD-Player mehr? Ich bin ja ein bisschen nostalgisch, wa? Ja, gut. Was mache ich jetzt? Jetzt schließen wir den DVD-Player an. Meine Frau macht das. Und dann schauen wir mal.
Plastik hier. Ja, das ist Plastik. Das ist ja nichts Besonderes. Na, da hinten halt, die wahrscheinlich hingelegt, ja. Ich mach das erstmal jetzt im Zoom. Ein alter Löwe-Fernseher. Ach, ich meine, kann man sowieso, das kann man ja immer toll. Das kostet ja nichts mehr, das ist ja eine Katastrophe. Das ist als 34 Euro oder 35 Euro für so ein Ding. Und das taugt natürlich auch nicht. Also darf man ja auch nicht vergessen. Und Ton geht dann über den Fernseher? Der Ton sollte dann über den Fernseher funktionieren. Wo ist denn jetzt der CD-Spieler? Wo ist denn jetzt der CD-Spieler? Was meinst du? Der ist doch unter dem Bettchen. Na, ist der bedienbar? Ja. Kommt mal da ran. Da steht hier gleich. Kriegen wir den jetzt da hin? Ach du Scheiße! Wo man seinen DVDs laden? Du brauchst Ehens-Laden. Ich brauch Ehens-Laden. Wie macht man lauter? Ist alt. The sound of the future. Wenn nicht. Lass mich raten, dein Lieblingsfilm. Das alte Ding hier, das kommt jetzt ins Netz. Das Bose AV321 Media Center, ein grandioses Teil. Eigentlich, ich finde es schade. Aber naja, wenn es nicht funktioniert, dann kann man nicht machen. Jetzt haben wir einfach so einen Billig-DVD-Player jetzt gekauft und der funktioniert erstmal. Danach wird das Kinderzimmer hier erstmal voll. Fotos habe ich schon gemacht. Und jetzt kommt das Ding ins Netz gestellt und gucken wir mal, was passiert. AV321 bei eBay Kleinanzeigen, wenn ich das mache, Selbstabholung nehme ich. Deswegen schauen wir mal, wie die Resonanz ist. So, ich habe das Ganze eingestellt jetzt auf eBay und auf eBay Kleinanzeigen. Ich bin mal gespannt, wo zuerst Resonanz gibt. Mann, das ist ja schwer für so was, für Bose-Anlagen noch 200 Euro zu bekommen, so wie ich gesehen habe. Ist offensichtlich sehr voll das Netz davon, von den ganzen Sachen. Das ist nicht mehr so selten, wie es mal war. Tja, müssen wir einfach mal schauen. Mal gucken, was jetzt so ist. Im Grunde genommen so wie ich mit den Fahrrädern. Was denn? Stümperhaft. Ja, aber das ist ja dein Fahrrad dabei. Ja, genau. Also, Mann, Mann. Nee, Entschuldigung, ja, eingehen. Hat Rückfall. Ich meinte so. Es ist ja gerade 17:30 Uhr, ja, das ist immer so das Schöne, wenn die gut umgestellt wird, also so für Winterzeit ist ja die normale Zeit, oder? Wie bitte? Winterzeit ist die normale Zeit, ne? Weiß ich ja. Ich bin so nicht. Auf jeden Fall ist die Winterzeit ja angenehm, wenn die gut umgestellt wurde, bei ihnen die Tage für mich immer kürzer, also langsamer. Und ich habe dann irgendwie mehr vom Tag. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zeit langsamer. Das ist natürlich so wie
gerade immer schön, dass man im Dunkeln einkaufen gehen kann früher. Oder eben rausgehen kann und dass man so viele Lichter sieht. Mir ja. Ist das einzige Gute im Grunde genommen in der Winterzeit, ist, dass es länger dunkel ist. Also für Kinder, für Erwachsene ist es ja gar nicht so toll unbedingt. Ihr könntet mittlerweile auch immer noch gut, aber ich glaube für Erwachsene so. Also für ältere Menschen ist es doof, ist länger dunkel und ja, auch totaler Quatsch ist. Eigentlich ist ja nicht länger dunkel, muss halt ja aufstehen. Früher schlafen. Das ist ja relativ wichtig, steht ja. Also alte Menschen haben damit eher ein Problem, haben. Na, ich denke schon eher mit einem Problem, weil sie sind alleine und das ist so eine depressive also, Geschichte, das meine ich. Sein, ja. Ja, weil dunkel ja auch gleich Depression bedeutet. Ich kann das aber dran. Mit dem von heute Morgen. Und, wie schmecken die? Ja. Na, Croutons. Mach den Namen nach oben. Ach, der Dennis, der macht so fleißig hier. Wunderbar, Opa. Großmutter. Und dieses Rezept heißt Peter und der Wolf. Haha, Tschaikowski. Tschaikowski, ja. So, Dennis macht Dampf. Ja, Kartoffelach. Peter und etwas Wolf. Peter und der Fleischwolf. Dann stampfen wir uns einen Wolf. Das jetzt kommt Peter und der Wolf. Schade, hat nicht funktioniert. Kein Erfolg der Indoktrinierung. Ich glaube, man dreht's. Echt? Oh. So, das Messer kann ich dir nehmen. Ja, ja, bitte. Juhu. So, das ist ein paar Packungen. Also eigentlich müsste so ja noch ein bisschen Pfeffer drin, ein bisschen Salz, aber ich lasse das mal super. Lieber nicht, naja, Ich will dein. Ja, wir haben nur einen sehr schmalen Hintern. Ich will dein, Papa. Dein. 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 Du auch nicht drei. Dein. Dein, dein, Polizei. Dein. Und sehr heiß. Sehr, sehr. Nimm dir doch hier eine Gabel. Na, ja, guck, mehr sollte doch nicht finden, sonst kriegt man Halluzinationen. Und Dennis liebt Halluzinationen, deswegen macht er irgendwie nicht mehr. Naja. Also hier ist nur ein Wendestäbchen, wenn du magst. Ja. Das habe ich mir zum Wenden wieder Stäbchen genommen. Achso, bist du da, ja. Kriege ich auch für Stäbchen? Ich nehme auch drei. Wie du magst? Ja. Wolltest du jetzt nicht anbieten? Ich nehme gerne drei. So, ja, Mann. Na, ich nehme erstmal drei. Ich möchte nicht maßlos erscheinen. Ich muss immer so, wie du bist. Nö, ne? Ja, danke. Da ist noch der ganze das Essen können schaffen. Na, ja, müssen Sie sich mal ein bisschen Mühe geben. Ja, bitte? Ja, darf ich das auf Hummels Teller legen? Ja. Ich nehme aus Bescheidenheit so viel wie raufpassen. Kartoffeln ist ja auch noch da. Genau. Das ist ja Pimmel. Ja, so. Na, was schauen wir gerade hier so rumliegt? Fischstäbchen? Na ja, ich nehme noch eins. Wenn ich mal umessen kann. Ja, ich habe aber heute auch ja nicht so einen großen Hunger, muss ich mal sagen. Also ich habe heute, glaube ich, viel kleine Stuhlchen gegessen. Ich war. Gute Worte.
Wie kleine Stullen. Sind dann kleine Stullen? Nein, wirklich kleine Stullen. Also hier vielleicht so wie die Bierfischstäbchen mit dem Ende da noch dran. Das ist doch. Ist nett. Ja. Hüppelbrot oder was? Dann kann ich zweimal gegessen. Also zweimal vier. Aber ich habe mir gestern beim. Zweimal vier. Naja, also ich nahe nicht auch immer hintereinander. Ich habe mir gestern beim Fleischer. Ich auch immer hintereinander. Ja, klar. Ja, ich habe mir von meinem Fleischer so getan, einen Wildschweinleberwurst geholt. Also 300 Gramm für 3 Euro. Das fand ich, ist okay. Und die hat auch echt gut geschmeckt. Also 300 Gramm für 3 Euro ist günstig, ja. Weil der Stift den Bühnen hat, an der Kartei, hat er so einen Stift. Schotti, geht's so? Ja, gut. Dann ist das Schotti fassen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Was? Schotti hat dich Saft gekriegt? Ja, wir haben alle zusammen schön gekocht hier. Ja. Eine Co-Produktion. Vielleicht lag's ja daran. Ist ja das lag auch an dem Essen natürlich. Jawohl, du hast ja gesagt, du hast schon mal nicht so viel gegessen. Nee. Gib mal einen schönen Thomas. Ja, da musst du vorne in der Ablage neben der Tür liegen. Lieb sein! Lieb sein! Stäbchen konnte ich Dennis noch aus dem Rachen ziehen. So. Was machen wir nur? Ich mache jetzt kurz noch ein paar Fotos. Heckler & Koch. Das lässt sich sehr gut verkaufen. Ich denke mal 300 Euro oder so wird das bringen, das gute Stück. Man es glaubt oder nicht, das ist kein altes Buch, das ist ein neues Buch, aber es ist halt selten. Das ist wirklich selten. Ja, das war's schon. Damit verabschiede ich mich schon wieder hier von hier. Und ich meine, es war noch ein schöner Tag. Haben wir noch wirklich schön verbracht. Ja, also gemeinsam am Ende noch gekocht mit Dennis. Zusammen bei mir zu Hause. Jetzt hier, da sieht ein bisschen chaotisch aus. Hier die ganzen Autogrammkarten liegen hier noch rum. Die müssen auch mal weg demnächst. Damit schließe ich für heute. Bearbeite das Video noch. Wir sehen uns später. Bis dann. Ciao.